So, der zweite Versuch, jetzt auch mit Ton. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf dann die Jungs von Matrix nochmal mich bedanken zum zweiten Mal. Da sind die noch froh. Den Matthew, den Co-Founder, der das Matrix ins Leben gerufen hat. Der Ben, der sich um die Matrix-Community gekümmert hat. Und der Will, der die tollen Bridges programmiert hat und auch mich supportet hat in der letzten Zeit. Ein bisschen über mich. Ich bin seit 3 Jahren, seit über 3 Jahren schon in der Teil der Matrix-Community. Hier sind ein paar Punkte, die mich ausmachen. Und gehen wir mal darauf ein, was für Themen wir heute behandeln werden. Also, ich möchte in Kürze Matrix vorstellen und über Matrix erzählen. Wenn ihr mehr in Tiefe über Matrix erfahren möchtet, schaut euch meinen Vortrag vom letzten Jahr an, da gehe ich ein bisschen mehr in die Tiefe. Wir schauen uns die Community Update, was seit dem letzten Jahr, seit dem letzten Vortrag passiert ist. Und da ist einiges passiert. Wir gehen auf das Thema Bridges ein und zum Schluss schauen wir uns live an, wie Bridges funktionieren. Also zuerst, ganz in Kürze, was ist Matrix? Matrix ist ein offenes Netzwerk für sichere, dezentrale Echtzeitkommunikation. Offenes Netzwerk bedeutet offene Spezifikation, offener Code. Sicher, end-to-end verschlüsselt, auch im Spec drin. Ich werde das ein bisschen weiter noch erwähnen. Dezentral bedeutet, es ist keine zentrale Firma oder kein zentraler Server, der von einer bestimmten Firma oder einen bestimmten Leuten gemanagt wird, sondern ihr könnt euren eigenen Server laufen lassen. Darauf gehe ich auch ein bisschen ein. Echtzeit, heutzutage Echtzeitkommunikation ist sehr wichtig. Großteils, wenn man Echtzeitkommunikation sagt, denkt man an Chatnetzwerken. Matrix kann aber auch für alles andere benutzt werden, zum Beispiel IoT-Kommunikation und Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation. Aber großteils sind das Chat-Netzwerke. Man nutzt heutzutage täglich verschiedene Netzwerke zur Kommunikation. Diese Netzwerke sind voneinander getrennt. Matrix hat als Ziel, diese Netzwerke zu vereinen und auf die Art und Weise, wie wir das möchten, sodass unsere Daten auch unter unserer Kontrolle sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass Matrix jetzt nicht selbstständig ist oder kein selbstständiges Netzwerk ist, sondern nur eine Bridge, um andere Netzwerke zu verbinden. Nein, Matrix ist komplett eigenständiges Netzwerk, was aber freundlich ist zu anderen Netzwerken, um die rein zu bridgen und mit denen zu federieren. Schauen wir uns ein bisschen im Detail an, wie eine Matrix-verteilte Architektur aussieht. Und das sieht dann so aus. Im Dunkelblau haben wir die Home-Server. An den Home-Server haben wir Nutzer drauf. Die verbinden sich an die Home-Server. Es gibt auch Identity-Server. Zurzeit gibt es 2 zentrale Identity-Server. Aber man kann auch eigene Identity-Server deployen und komplett, sage ich mal, abgeschottet in einer Firma, in einer Company betreiben. Man ist auf die Zentrale nicht angewiesen. Man verarbeitet auch ein bisschen, überarbeitet dieses Konstrukt mit Identity Server zurzeit, dass man es noch besser machen kann. Im Mittelpunkt heutiges Vortrags stehen die Application Server. Da sind die im Hellblau. Und Application Server kann vieles sein. Der hat mehr Rechte als der normale User und kann mehr auf dem Home-Server machen als der normale User. Und deshalb wird diese Verbindung von Application Server, zum Beispiel von Bridges und von Integration Server großteils genutzt. Also damals habe ich mich für Matrix entschieden. Und ich erkläre euch in Kürze, warum ich mich für Matrix entschieden habe, was für mich wichtige Punkte waren. Also
ganz wichtiger Punkt war Open Source, denn ich kann keine Software trauen, wo ich nicht reingucken kann. Vor allem, wenn es um Sicherheit, um Verschlüsselungsverfahren geht. Matrix ist, wie ich schon sagte, verteiltes und federiertes Netzwerk. Das ist, ich erkläre das ein bisschen. Verteilt bedeutet natürlich kein zentraler Server. Ja, das heißt, man kann eigenen Server betreiben, bei sich zu Hause, im eigenen Rechenzentrum, auf dem Raspberry Pi. Trotzdem ist man von dem ganzen Netzwerk nicht abgeschottet, sondern man kann wirklich flexibel entscheiden, welche Räume man mit welchen anderen Home-Server federiert und repliziert. Man kann natürlich komplett abgeschottet den Home-Server betreiben, aber man kann auch wirklich explizit wählen, mit wem man federiert. Und das, das finde ich sehr toll, dass man das machen kann. So, End-to-End-Verschlüsselung in Matrix ist wirklich im Spec drin. Das wurde nicht dran geflanscht, wie bei einigen anderen Chat-Netzwerken, sondern es ist wirklich komplett im Spec drin und viele Clients unterstützen das auch. Ich werde noch darauf eingehen, was in der Zeit passiert ist mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Bridges, also Konzept von Bridges, ist generell, macht das Leben wirklich leichter. Man muss nicht viele Apps installieren auf dem Telefon, das frisst nicht Akku. Und man kann wirklich mit den Netzwerken bridgen, mit denen man möchte. Und man muss sein ganzes Kontaktverzeichnis nicht freigeben. Und nicht zuletzt eine gesunde und freundliche Community von meiner Erfahrung. Dann gehen wir auf die Community Update. Es ist jede Menge passiert in diesem Jahr, aber bevor wir darauf eingehen, lass uns anschauen, was wir letztes Jahr was ich im letzten Jahr berichtet habe, was Matrix vorgenommen hat. Das ist die Slide von 2019 und das hat man vorgenommen. Synapse verbessern, die Skalierbarkeit von dem Referenz-Home-Server Synapse ist in Python geschrieben und bei dem großen Home-Server matrix.org hat es gewisse Grenzen erreicht und wurde sehr langsam, weil natürlich die Anzahl der User ist immens exponentiell fast gestiegen ist. Deshalb hatte man das nötig, diesen Home-Server komplett umzuschreiben, aber komplett zu refactoren, sodass man dieses Worker-Modell nutzt, um horizontal die Worker skalieren zu können. So, andererseits wollte man auch, dass man Synapse bei kleineren Installationen so minimal die Ressourcen verbraucht, dass es auf einem Raspberry Pi laufen lassen kann. Und man hatte vor, End-to-End-Verschlüsselung standardmäßig zu aktivieren. Das heißt, wenn man einen neuen Raum erstellt, wird es standardmäßig aktiviert. Keine Spoiler. Man hatte vor, diese Verschlüsselung zu aktivieren und dafür müsste man das Device-Trust-Modell ein bisschen überarbeiten. Es sah so aus, man hat einen verschlüsselten Raum, darin hatte man Clients, ein Client, der verschiedene Geräte hat und man müsste diese einzelnen Geräte einzeln verifizieren, durch den Verifikationsprozess durchgehen. Und was man sich gedacht hat, mit diesem Cross-Device-Signing oder Cross-Signing, dass man einen Hauptschlüssel erstellt für die Person und mit diesem Hauptschlüssel signiert man alle Devices und man verifiziert einmal wirklich die Person und alle anderen Devices von der Person oder die hinzukommen, sind automatisch damit vertraut, weil man hat sich das gedacht, man vertraut eigentlich der Person. So, und das hat man vorgenommen. Ja, lass uns mal anschauen, was denn passiert ist. Also als erstes die Firma Vector und die App Riot und Riot X wurde zu Element umbenannt, sodass jetzt die Firma und die App
heißt gleich Element. Das heißt, wenn ihr so ein Element im grünes Logo sieht, das ist eigentlich Riot oder Riot X eigentlich unter der Haube. Eine große Sache, Community, sind langsam steigen auf Matrix um. Eine große Sache war die Mozilla Community und da hat man auch sehr eng mit Matrix zusammengearbeitet. Das war eine gute Kooperation. Man hat auch viel an SSO weitergearbeitet und SSO in Matrix implementiert. Aber auch Konferenzen steigen auf Matrix um, zum Beispiel ComCom Virtual Conference oder HOPE haben auch Matrix zur Kommunikation benutzt. Auch vor allem, auch ist es praktisch wegen Bridges, dass man auch andere Netzwerke bridgen kann und so ist man halt flexibler. So, Device Cross Signing wurde implementiert in der neuen Element-Version. Wenn ihr einen neuen Home-Server habt, Synapse und den neue Version von Element, könnt ihr Device Cross Signing nutzen. Ich würde auch vorschlagen, dass ihr das nutzt. Das ist wirklich cool. Es erleichtert wirklich. Die größte Arbeit, glaube ich, war in der UI, auch diese ganzen Devices zu signieren. Und auch End-to-End-Verschlüsselung ist jetzt standardmäßig aktiviert. Wenn ihr jetzt einen neuen Direct-Chat aufmacht, ist dieses End-to-End-Verschlüsselung standardmäßig an. Und vorher war die aus. Man kann es immer noch ausmachen, wenn man möchte. Aber auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist auch jetzt in Bridges und Bots implementiert. Das heißt, wenn man die Bridge irgendwo übers Internet stehen hat, ist die Kommunikation bis zum Bridge Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, sogar der Matrix-Server-Admin kann die Kommunikation nicht entschlüsseln. Natürlich vom Bridge her bis zum entsprechenden Netzwerk ist das dann so, wie das Netzwerk das unterstützt, großteils also nur mit Transport verschlüsselt, nicht End-zu-End verschlüsselt. Auch ein cooles Projekt, Peer-to-Peer-Matrix, hat Matthew auf der FOSDEM vorgestellt. Wenn er das noch nicht gehört hat, guckt euch das Video an. Der Link ist in den Slides. Die Slides poste ich dann auf der Plattform direkt nach dem Vortrag. Sehr cooles Video. Also ein kleiner Spoiler. Da läuft der Matrix-Server und der Matrix-Client alles im Browser. Sehr cool. So, und da die Matrix-Jungs und Mädels sehr fleißig dieses Jahr waren, habe ich noch die zweite Seite von der Community-Update. So, an den Home-Servern wurde einiges gemacht. Der Synapse wurde refactored mit dem Worker-Modell und Redis. Das heißt, man packt Redis hinzu, das ist dann eine Queue und die Worker kann man dann horizontal skalieren. Die sind jetzt sehr weit mit diesem Sharding-Konzept, also mit diesem Worker-Konzept. Die werden auch weiterhin dran arbeiten, damit die das komplett asynchron machen, die Jobs in dem Synapse. Aber auch Dendroid ist ein Zweitgeneration-Home-Server, geschrieben in Golang. Und der hat auch sehr viel Progress in dieser Zeit gemacht. Ich glaube, Client-to-Server-Test ist irgendwie um die 70%. Und der ist auch, weil es Golang ist, der ist auch komplett asynchron und sehr schnell. Das ist übrigens auch der Home-Server, der für Peer-to-Peer-Matrix benutzt wird. Und auch es gibt einen neuen Home-Server in Rust, Conduit, ist rasant schnell, hat aber zurzeit noch wenig Features vom Spec. Es kommen aber jeden Tag neue Features hinzu. Federation ist, glaube ich, noch nicht drin. Das heißt, man kann es wirklich nur alleine erstmal, aber dafür ist er super rasant schnell. Also früher könnte man in verschlüsselten Räumen nicht suchen. Das heißt, wenn man einen verschlüsselten Raum hat, hat man gesucht, hat man nichts gefunden, obwohl er eigentlich was finden sollte. Jetzt kann man Element Desktop nutzen und so ein Native Extension
Radical Native. Diese Extension holt die Messages aus dem Home-Server, entschlüsselt die, verschlüsselt die wieder in einer Datenbank und speichert lokal auf dem Rechner, auch verschlüsselt. Und somit kann man die Nachrichten lokal auch durchsuchen. Viele, viele Bots sind entstanden, weil es einfach so einfach ist, ein Bot zu schreiben oder so einfach ist, ein Client für Matrix zu schreiben. Das ist extra, worauf die eigentlich eingegangen sind. Das ist wirklich leicht mit Matrix zu integrieren. Ich habe auch ein Bot geschrieben für die Haussteuerung. Das heißt, der Trockner steht im Keller, meine Freundin sitzt auf der Sofa und kann über Matrix dann den Trockner anschmeißen oder kriegt dann über Matrix Benachrichtigung, dass der Trockner jetzt fertig ist. So, das funktioniert super. Auch viele neue Clients sind hinzugekommen für Matrix, aber auch Clients, die jetzt schon da waren, zum Beispiel wie FluffyChat, haben an Funktionalität zugenommen, wie End-to-End-Verschlüsselung oder Reactions. Wenn der FluffyChat noch nicht gesehen hat, geht da hin, guckt, ist auch cool. So, und wie angekündigt, ist es jetzt auch möglich, Matrix auf dem Raspberry Pi laufen zu lassen. Es gibt ein Elsible Playbook, was Matrix aufsetzt. Es hat auch jetzt Unterstützung für Raspberry Pi und die Bridges haben auch jetzt Unterstützung für Raspberry Pi. Das heißt, man kann jetzt auf dem Raspberry Pi eine kleine Installation von Matrix laufen lassen mit Bridges auf die entsprechenden Netzwerke bridgen. Man hat dann wirklich ein Client, seine Daten an einer Stelle und alles unter seiner Kontrolle. Okay, was hat man vor jetzt dieses Jahr, also demnächst? Man möchte die Communities neu implementiert werden. Communities, das sind so diese Gruppen von Räumen. Es gibt ein neues Home-Server-Test-Framework, Complement. Früher hieß es Sytest. Das heißt, wenn man ein eigenes Home-Server schreiben möchte, nimmt man Sytest und testet das. Das wurde damals in Perl geschrieben. Jetzt haben die das umgeschrieben in Golang. Sodass man seinen Home-Server jetzt gegen den Spec testen kann, wie viel Prozent man von dem Spec implementiert hat in dem Server. Weitere Arbeiten an dem Synapse und auch Redesign von Matrix 2. Matrix 2 ist so eine Visitenkarten-Webseite. Wenn man einen Verweis auf einen Matrix-Raum oder auf einen Matrix-User machen möchte, dann bekommt man so einen Matrix2-Link und wenn man es klickt, kommt man auf diese Visitenkartenseite. Das Design von der Webseite wird erfrischt. So, dann gehen wir mal auf die Bridges ein und zuerst definieren wir, was eigentlich Bridges sind. Bridges sind, wie ich schon sagte, Application Services, ja, die Netzwerke verbinden. Großteils Matrix-Netzwerk und ein anderes Netzwerk. Wie sieht es aus? Ihr kennt schon ungefähr das Bild. Man hat in Blau die Home-Server, die User in Grün. Bridge ist ein Application-Server und an den Home-Server verbunden und mit dem anderen Bein geht er in das entsprechende Netzwerk und Bridge halt die Nachrichten hin und her. Bisschen im Detail sieht das dann so aus. Der Bridge spricht mit dem Server Client-Server-API und der Home-Server spricht mit dem Bridge Application-Server-API. Und auf der anderen Seite spricht der Bridge halt irgendein proprietäres Protokoll oder halt wie IRC, irgendein TCP-Protokoll. Warum man also um den Application Server einzubinden, muss man einen Token erstellen und dafür müsste man den Server neu laden. Man denkt jetzt drüber nach, wie man die Bridges dynamisch provisionieren, also hinzufügen kann. Man hat es extra so gemacht, weil
Ja, wegen Security möchte man jetzt nicht Bridges so provisionieren, schnell provisionieren mit einem Token, weil wenn dieser Token irgendwie flöten geht, dann hat man Root auf dem Server. Denn der Bridge hat mehr Rechte auf dem Server als normaler User, weil wir werden jetzt darüber sprechen, welche Typen von Bridges gibt es, aber der Bridge müsste in der Lage sein, auf unserem Home-Server irgendwie die Benutzer von dem, ja, sag ich mal, IRC-Netzwerk zu faken. Ja? Das heißt, der Bridge kann einiges anstellen, wenn er halt von Malware benutzt, also wenn der Token halt weggeht. Deshalb hat man extra diesen manuellen Schritt, dass man sagt jetzt, ich provisioniere jetzt ein Bridge, was ich tatsächlich kenne. Ja. Lass uns mal eingehen auf die verschiedenen Typen von Bridges. Es gibt verschiedene Typen von Bridges. Wir gehen auf die gängigsten drei Typen, nämlich Bridgebot, Simple Puppeted und Double Puppeted. Also Bridgebot ist relativ einfach. Die User Experience ist natürlich, hält sich in Grenzen. Es ist allerdings besser als gar nichts. So sieht das aus. Das heißt, ein Bot-User, ja, einfach leitet die Nachrichten weiter. Ja, in der Nachricht steht tatsächlich dann das Netzwerk und der Username in dem Message Body. Ja, Profil von dem User ist nicht vorhanden und der User, man sieht den User nicht. Das heißt, ja, man sieht es ja auch, das ist auch, gibt es auch manchmal Probleme mit UTF. Das sieht halt nicht nativ aus. Man kriegt die Information aber rüber. Manchmal gibt es keine andere Möglichkeit wirklich als Bridgebot, wenn man in einem entsprechenden Netzwerk nicht genug Rechte hat, um etwas zu machen. So, dann gehen wir auf den nächsten Typ, Simple Puppeted. Puppeted heißt, es werden Puppets erstellt, das heißt, es werden Fake-User erstellt oder die werden nicht erstellt, die werden halt gefaked oder mein Profil wird als Puppe in einem anderen Netzwerk benutzt. So, Simple Puppeted heißt in eine Richtung, ja, und in dieser Richtung, in dem anderen Netzwerk, sehen die Nachrichten wirklich nativ aus. Man kann nicht unterscheiden, dass ich jetzt ein Bridge nutze oder dass ich jetzt, sage ich mal, Facebook nativ nutze. Zum Beispiel bei Facebook Bridge ist das so. Und hier ist das der Unterschied wirklich, wo man diese Nachrichten schreibt. So, wenn ich eine Nachricht für Facebook über Facebook Bridge in Matrix verfasse, dann wird diese Nachricht über Bridge in Facebook erstellt. Dort sieht die auch so aus, als wäre die nativ. Wenn ich aber hingehe und in Facebook direkt diese Nachricht verfasse, dann repliziert mein Bridge nicht die Message zurück zu Matrix. Wenn ich aber eine Antwort über Facebook bekomme, die wird repliziert. So. Das heißt, der einzige Unterschied hier ist, was man halt aufpassen soll, dass man jetzt nicht direkt in das Netzwerk geht und da die Nachrichten verfasst, weil die werden nicht zurück in Matrix auftauchen. Anders ist das Double Puppeted und das ist wirklich die beste User Experience, dass es wirklich in zwei Richtungen geht. Auf beiden Seiten sehen die Nachrichten nativ aus und egal in welchem Netzwerk man die Nachricht verfasst, entweder in Matrix oder ich meine in Slack, dann werden die Nachrichten hin und her repliziert und die beiden Seiten sehen halt gleich und nativ aus. Man hat User-Profile und verschiedene Features wie Reactions oder Smileys, keine Ahnung, werden auch entsprechend repliziert.
Beispiele dafür sind zum Beispiel Slack, IRC, Telegram und WhatsApp. Wenn ich, wenn ihr auf die Bridges Webseite oder auf den GitHub geht, gibt es da normalerweise eine Auflistung von Features, Simple Puppeted oder Matrix Richtung WhatsApp. Diese Sachen sind unterstützt. WhatsApp Richtung Matrix sind diese Sachen unterstützt. Und dann gibt es ein Roadmap, wie man, dass man an den Sachen weiterarbeitet. So, jetzt gibt's Demo-Time. Jetzt schauen wir uns die Bridges im Detail an, wie die funktionieren, wie das läuft. Aber zuerst schauen wir uns an, was ich da aufgebaut habe. Das Setup ist ein bisschen komplizierter, deshalb gehe ich das, bevor ich das zeige, bisschen durch. So, ich habe einen Matrix-Server aufgesetzt, Froscon 2020, und es gibt natürlich auch Matrix-Home-Server. Man kann sich an dem Home-Server auch registrieren, das heißt, man loggt sich mit verschiedenen Devices in dieses Home-Server und man hat immer auf diesen Devices gleiches Bild. Also das ist halt, wenn ich aus dem Handy schreibe, dann sehe ich auf einem Laptop direkt diese Message, die ich dann geschrieben habe. Natürlich gibt es auch matrix.org, der große Home-Server. Auf unserem Test-Home-Server haben wir zwei Räume, den Froscom-Raum und den Test-IRC-Bridge-Raum. Und wir nutzen den IRC-Bridge von matrix.org. Der ist bei denen gehostet. Das heißt, wir hosten den IRC-Bridge nicht selbst. Bei IRC-Bridge ist es auch so eine Sache. Der IRC-Bridge macht für jeden Nutzer im Matrix eine eigene Verbindung zum IRC, so eine tatsächlich native Verbindung. Ja? Und Freenode, wenn ihr selbst so einen Bridge hosten möchtet, Freenode erlaubt nicht viele Nutzer oder viele Verbindungen aus einer IP. Das heißt, matrix.org sollte, sie haben eine Genehmigung von Freenode bekommen, um halt diese viele Verbindungen zu machen. Ich glaube, das sind zwei oder drei Verbindungen, die man machen darf. Und deshalb habe ich den Bridge von matrix.org benutzt. So, dieser Bridge verbindet sich natürlich dann an das Matrix-Netzwerk, IRC-Netzwerk, und in IRC-Netzwerk gibt es dieses Matrix-IRC-Bridge-Test-Raum, und dieser Testraum dann mittels diesen Bridges wird auf das Matrix-Raum gemappt und repliziert. So, wir nutzen auch das Slack-Bridge, auch von matrix.org. Könnte man auch im Slack-Bridge, könnte man auch selber hosten. Aber das war wirklich so einfach. Man geht auf die Integration, klickt Slack verbinden, klickt jetzt in Slack einloggen, Channel auswählen, fertig. Das ist wirklich 10 Klicks. Fügt man den Bridge hinzu und ist fertig. So. Der Slack-Bridge verbindet sich natürlich dann zum Slack-Server. Und Bridge den General Channel zu dem Froscon Channel. Das heißt, wenn er auf diesen Froscon Channel geht, der Channel, der Matrix-Adresse ist in der Vortragsbeschreibung drin, könnt ihr auch eventuell dann über Slack das mal austesten. Und auch selbst deployed auf dem Server habe ich den Telegram-Bridge. Und der verbindet sich mit Telegram und ich kann dann mit meiner Telegram-ID halt komplett im Telegram alle neue Chats starten, Gruppen betreten und wirklich alles machen. Also ich nutze den Telegram-Bridge schon seit 2 Jahren und das funktioniert super, wirklich. Und man braucht den Telegram nicht nochmal zu installieren, das funktioniert gut. So, jetzt wirklich Demo-Time. So.
das uns mal anschauen. Das ist unser. So, das ist unser Frostcon Channel. Der ist am Slack gebridged. Das ist der Slack. Ja, man sieht ja auch, die Nachrichten sind gleich. Und das wird so hier eingebunden, wirklich über Integrationsmanager. Das ist wirklich super einfach. Also ich kann hier Unlink Room, aber das ist wirklich straightforward. Klick, 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 fertig. Und wenn ich hier schreibe, Hi Frostcon im Slack, dann, ich heiße komischerweise Bridge, aber Hi Back. Dann wird man sehen, dass es halt in beide Richtungen repliziert. Das heißt, egal von welchem Client ich schreibe, wird es in beide Richtungen repliziert. So, das Test IRC Bridge habe ich hier. Und wenn ich jetzt ein IRC Client starte, mich in IRC einlogge, bin ich eingeloggt. Da sieht man, dass ja, Oleg hat gejoint, ja, und da kommt die Nachricht her. Und dann wird die Nachricht auch wieder zurückrepliziert. Dann zeige ich euch noch den Telegram. Also bei IRC ist es wirklich cool, dass man auch tatsächlich so diese IRC-Konsole hat. Also man chattet diesen Bridge an und man sagt einfach Join. Ja, und der erstellt einfach einen neuen Raum und repliziert das. Telegram. So, da haben wir auch noch Telegram hier. Ich musste mich dann auch in Telegram tatsächlich einloggen. Aus dem Telegram, also double puppeted, ne, aus dem Telegram. Bam. Habe ich drin, auch wenn ich hier aus dem Matrix-Raum, ja, dann kommt es halt direkt an. Bam, auch die Smileys funktionieren. Yeah. So, noch eine Sache wollte ich auch zeigen. Hier beim IRC Bridge habe ich hier auch einen Bot. Das heißt, man kann tatsächlich auch Bots aus dem Bridge nutzen. Das heißt, ich kann jetzt aus dem IRC sagen, bitte Test Reminder, was haben wir jetzt? 10:39 Uhr. 10:40 Uhr. Wird es klappen? Habe ich noch die Minute? Ja? Ja, das heißt, der Bridge im der Bridge, der Bot im Matrix über den Bridge, ja, hat jetzt meine Nachricht genommen und hat jetzt mir einen Reminder geschickt. So kann man auch tatsächlich dann die Bots von Matrix in einem anderen Netzwerk nutzen. Ja? Und das war's mit dem Demo. Vielen Dank und ich bin offen für Fragen. So, die Fragen, was ist mit MS Teams? Ich weiß nicht. Lass mich mal matrix.org/bridges. Habe ich mich nicht schlau gemacht, ob ein MS Microsoft Teams gibt es nicht. Aber ich glaube, das nutzt auch irgendwie Webhooks, so Slack-ähnliche Webhooks. Vielleicht ist das dadurch irgendwie möglich. Ich wusste jetzt keinen MS Teams Bridge. Ist der Code auditiert worden, Patrick? Ja, wurde. Schaut meinen Vortrag aus dem letzten Jahr.
Da gibt es auch einen Link zum Audit von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Signal Bridge, ja, gibt es auch. Also geh einfach mal auf matrix.org/bridges und dort gibt es auch ein Signal Bridge. Das Ding bei Signal, ja, das ist super verschlüsseltes, super sicheres Netzwerk und du musst tatsächlich einen Client auf deinem Handy oder irgendwo in der VM, habe ich das nicht hingekriegt, du musst irgendwo einen Client, einen Signal-Client laufen lassen, damit du es bridgen kannst. Ja, bei WhatsApp ist das auch so. Setup WhatsApp, okay. Mein Setup von WhatsApp, was gut funktioniert, ist eine virtuelle Maschine mit einem Android und einem WhatsApp. Da musst du wirklich auch deine Kontakte nicht teilen. Und der Bridge verbindet sich mit dieser virtuellen Maschine. Die musst du einmal mit dem QR-Code ein bisschen fummelig einstellen. Und dann läuft es halt. Läuft auch ganz gut. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung war katastrophal. Man kann es mittlerweile auch nicht Nerds nutzen. Das war das Ziel, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wirklich mit diesem Cross-Device-Signing so leicht ist, dass das im Idealfall eure Oma nutzen, ja, eure nicht technisch begabte Personen nutzen können. Das war das Ziel, ja. Es ist auch viel leichter geworden, ja. Also schaut euch definitiv nochmal Element an, ja, wenn ihr jetzt schlechte Erfahrungen mit Riot hattet, denn es hat sich einiges verbessert seit der Zeit. Entschuldigen, dass ich meine Kamera nicht anmachen kann. Mein Rechner steht da weit in der Ecke und ist wahrscheinlich 150 Grad warm jetzt. Beim zugeschlossenen Deckel funktioniert die Kamera nicht. So, noch mehr Fragen? Ah, ich habe ein paar Fragen übersprungen. Ah, okay. Ich gehe ganz nach oben. Immer noch der Unterschied zu XMPP. Oh, der Unterschied zu XMPP ist groß. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, nativ drin. Federation, kann ich nicht viel sagen. Der Einstieg in Client schreiben oder ein Bot schreiben, ist definitiv geringer. Meiner Meinung nach der Element als Client super fancy und auch unterstützt auch coole Sachen wie Integrationen, auch übergreifend, plattformübergreifend. Also plattformübergreifend meine ich Handy und Tablet. Sonst ja, es ist JSON und nicht XML. Meine persönliche Empfindung, das fühlt sich irgendwie frischer an, als nicht aneinander gebastelt, wie bei XMPP. Ja, diese Verschlüsselung, diese verschiedenen Extensions und das, ja, mehr kann ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Ich habe XMPP schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Zweite Frage, IRC Bridge. Ein Nix-Server-Passwort für meinen Matrix-User hinterlegen, dass der Bridge benutzt werden kann. Puppet 5, ja, kannst du. Das habe ich auch gemacht. Du machst einfach ein neues Chat zum Nix-Manager, Nix-Server, und dann passt du einfach Identity und dein Passwort und dann ist das drin. Dann bist du halt immer in IRC drin. Das finde ich cool. Dein Home-Server läuft und deine Verbindung zu IRC ist immer da, weil der Bridge die Verbindung macht. Das heißt, du verpasst keine Nachricht, du musst keine Logs schreiben in IRC, du bist immer eingeloggt. Letzte Frage, kann die Slack-Bridge auch Mattermost? Ist ja kompatibel. Mattermost habe ich nicht ausprobiert. Ich glaube, das habe ich irgendwo gehört, ja, dass der Slack-Bridge auch diese Webhooks... Es gibt verschiedene
Es gibt Webhooks, es gibt Events-Anbindung, es gibt auch, glaube ich, verschiedene Bridges für Slack. Auch die Webhooks und die Events und die einfache Puppet Bridge zum Slack, abhängig davon, wie viel Rechte habt ihr auf dem Slack-Server. Zum Beispiel, wenn ihr Admin das genehmigt auf dem Slack-Server, dann könnt ihr wirklich Channel-to-Channel bridgen. Und wenn ihr keine großen Rechte auf dem Server habt, wenn ihr da einfach ein Guest oder einfach ein User seid, dann könnt ihr den anderen Bridge nutzen, der faked das dann, der läuft dann über die API und faked dann den Client und so könnt ihr dann auch bridgen. Wegen Mattermost habe ich nicht ausprobiert, aber ich habe irgendwo gelesen, dass das möglich wäre, auch mit der Slack Bridge, ja. Ich glaube, die Integration zu Mattermost ist auch okay. Gibt es Bridges zu Signal? Okay, dann schaue ich nochmal, ob ich nichts. Schreibt mir bitte, ob ich was vergessen habe an Fragen. WhatsApp Bridge Double Puppeted funktioniert super, nutze ich seit 1,5 Jahren, unterstütze jetzt auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Habe zwar aber noch nicht ausprobiert, nicht geupdatet, läuft auch relativ gut und das Beste ist, man muss doch WhatsApp irgendwo laufen lassen, aber das muss man nicht wie Signal wirklich auf einem Device mit der SIM-Karte laufen lassen, sondern man kann es auch in der VM, in der Android x86 VM laufen lassen. Es gibt auch How-To, wie man es aufsetzt, auf der Bridge GitHub. Und wenn der nicht weiterkommt, sag mir einfach Bescheid oder ja, ping mich einfach über Matrix, dann schicke ich euch den Link. Für die WhatsApp-Bridge muss man einen eigenen Home-Server betreiben. Ja, weil, ihr könnt, wenn ihr ein Bridge von irgendeinem anderen Home-Server nutzt, dann müsst ihr keinen eigenen Home-Server betreiben, weil der ist dann an diesen Home-Server verbunden. Ja, aber dann müsst euch klar sein, dass derjenige, der diese Bridge betreibt, also dieses Bridge und dieses Home-Server betreibt, muss dann eine vertraute Person von euch sein, weil der könnte eventuell reinschauen. So, wenn ihr wirklich Paranoid-Mode haben wolltet, dann eigenen Server und eigenen Bridge und eigene VM. Ich meine, WhatsApp müsst ihr dann sowieso laufen lassen. Entweder auf eurem Handy wirklich alles auf Mute, ja, damit er halt nur als Teil des Bridge fungiert. Oder in der VM. Mehr Austausch zwischen XMPP-Community und Matrix finde ich sehr cool. Ja, finde ich auch. Naja, ich meine, auf der FOSDEM saßen wir im gleichen Raum wie auch die XMPP-Jungs. Es gab ab und zu mal Witze, ja, in beide Richtungen. Ja, aber der XMPP-Bridge ist auch, glaube ich, okay, daher findet da schon Kollaboration statt. Gibt es neues Informationen zu dezentralen Identity-Server? Es gibt eine Roadmap, ja. Roadmap kann man das noch nicht nennen. Man spricht drüber jede Woche, nicht jede Woche. Man spricht öfters mal drüber, dass man diese Identity-Server umimplementieren möchte, mittels so Identities, die man mitnehmen kann. Es gibt aber wirklich keinen Schlachtplan, was man macht. Ich glaube, man hat noch nicht wirklich entschieden, wie genau man das implementiert. Deshalb gibt es noch keine Roadmap. Es ist auf jeden Fall auf der Agenda, dass man das macht. Ich weiß nicht, aber wirklich mit welcher Priorität. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich technisch ausgereift ist. Dass man das halt technisch implementiert. Ja, es bleibt spannend. Ich bin auch gespannt.
Identity, ich finde auch interessant, eine Identity Solid Web ID nutzen zu können, wenn man die Richtung zu experimentieren. Das sagt Aveltens. Dann, wenn du dich damit auskennst, komm einfach in den Matrix Headquarters Chat oder ping mich und du kannst, wir können das den Jungs mal vorstellen. Ich meine, man kann ja nicht alles wissen. Wenn du dir vorstellst, wie man das implementieren könnte, dann lass uns zumindest mal die Informationen den mitteilen. Cool. Weil das ist ja alles Community, das lebt ja davon. Und der Matthew, der hat ja so viele Sachen um die Ohren mit französischer Regierung, mit Mozilla Community, mit finanziell. Ja, der kann nicht um alles denken. Die wachsen. So ein Input wäre für die wirklich gut. Wenn die dann sagen, nee, wir haben eigene Pläne, mein Gott, also. Ja, die Slides, die packe ich jetzt direkt rein auf die Programm-Webseite. Wenn ihr möchtet, schicke ich auch den Link um in den Matrix-Chat und ihr könnt das auf jeden Fall spätestens in einer Stunde auf der Programm-Webseite runterladen. Okay, noch weitere Fragen? Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für Feedback. Es ist sehr ungewöhnlich, zu Kamera zu reden in einem leeren Raum. Ich hätte euch gerne alle persönlich getroffen und persönlich länger unterhalten. Aber leider geht es nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Wenn ihr weitere Fragen habt, kommt in den Frostcon-Raum, in den Matrix-Frostcon-Raum oder pingt mich über E-Mail. In den Slides werden auch meine Kontaktdaten sein. Wenn ihr auch jetzt noch nichts wirklich über Matrix wisst und das ist eure erste Erfahrung und ihr findet das gar nicht so schlecht, daher könnt ihr das mal hier ausprobieren, euch hier registrieren und einfach mal alles ausprobieren. Der Server, der wird halt in ein paar Tagen runtergefahren, aber in der Zeit könnt ihr euch austoben. Ja, und der ist schneller als matrix.org, weil matrix.org ist wirklich jetzt sehr stark ausgelastet. Und daher feel free ausprobieren. Ihr bräucht keine E-Mails, ihr bräucht keine Telefonnummer zu hinterlassen. In diesem Server habe ich extra so gemacht. Das einzige ist Capture damit man keine Bots damit baut. Und wenn ihr wirklich paranoid seid, werde ich die Platte auch mit Nullen beschreiben, bevor ich das Server zerstöre. So, ich. Ich schaue mal, ob weitere Fragen gibt es in dem Matrix-Raum vielleicht. Okay. Wenn keine weiteren Fragen da sind, vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank für die viele interessante Fragen. Wenn ihr weiter euch was einfällt, kontaktiert mich in den Slides, gibt's die Kontaktdaten. Ah, ich probiere mal, hier ist aber ziemlich leer aus. Wäre denn das Tutorial? Tutorial wofür? Wie man sich anmeldet in Matrix. Du gehst einfach auf die Webseite. Ich zeig's.
Ah, in einem leeren Raum, ja, da kannst du plus klicken und die Räume auswählen. Okay. Dann verabschiede ich mich. Zeit ist fast um. Vielen Dank nochmal. Einen schönen Frostcon und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend zum MTLS-Workshop. Das wird spannend. Vergiss nicht, die Tools auf den Laptop zu installieren. Wir werden ins Zeug gehen mit TCP-Dump und MTLS-Debugging. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.